Leibniz, Luz, Ham, Janaya, Luz, Test. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Biertest. Okay, ich denke, der Kenner hat sofort erkannt, es handelt sich hier um die lettische Sprache. Das war lettisch. Ja, fürs große Anfänger. Hey, wir haben lettisches Bier. Ja, nicht nur lettisches Bier. Nein, nicht nur. Nein, nicht nur. Nicht nur. Ja, kurze Story dazu. Kurze Story dazu. Ja, meine werten Eltern, Pensionisten, Rentner, haben natürlich Zeit und haben eine kleine Baltikumreise gemacht. Oh. Klein. So ein paar Wochen halt. Naja, und ihrem braven Söhnchen haben sie ein bisschen was mitgebracht. Ist zu sehen? Sehr ordentlich. An dieser Stelle vielen Dank an die Ralf-Eltern, dass sie an uns gedacht haben dabei. Ja, natürlich will ich was sehen. Also ja. So ein Fläschchen aus dem Urlaub mitgebracht, finde ich klasse. Her damit. Um was handelt es sich? Eine Flasche aus... Noch mehr. So ein Novia Vilnian. Das ist aber nicht aus... Drei Fläschchen. Was? Ich bin Ihr Lieblingssong. Oh mein Gott! Guckt euch das an! Geil! Büchsbier. Büchsbier. Aus dem Baltikum? Jetzt hör Büchsbier. Ja, jetzt hör doch auf, oder? Und eine schöne Tüte haben wir auch bekommen. Wow! Okay, ja, das nenne ich mal eine ordentliche Bierspende aus dem Ausland. Saugeil! Ja, ist das alles jetzt Baltikum-Bier? Genau, alles Baltikum-Bier. Cool. Ja, mein Vater war schon ein bisschen, wie soll man sagen, geschockt, weil er hat sein Büchsbier völlig umsonst damit runtergeschleppt, weil er dann... Er hat sein eigenes Büchsbier aus Sicherheits, ja. Zur Sicherheit mitgenommen. Genau. Ja, ja, freilich, da geht er schon auf Nummer sicher. Und dann... findet er das? Das ist ja der Hammer. Haben die echt so eine Brauereikultur? Aber wie? Also die, wusste ich nicht. Wusste ich null. Ehrlich. Ja, also die Brauereien haben sie dann so nach und nach entdeckt und dass es überall Bier gibt, aber es gibt mehr Wodka. Ja, wenn das Bier schon so gut ist, muss der Wodka noch besser sein. Ja, sie haben... In Baltikum, in welcher Region, also wo sind wir jetzt so überhaupt unterwegs? Mal auf der Landkarte. Also, die waren jetzt Litauen und Lettland. Okay. Cool. Ja. Also, heute testen wir ein lettisches Bier auch. Genau, und zwar ich habe schon... Ah, steht schon vorne bereit. Genau. Von der Brauerei Labietis. Ich glaub, du musst es hochheben. Ja, das muss sowieso dann nochmal einblenden. Labietis, das Papardes Zietz oder so ähnlich. Das haben wir uns jetzt natürlich verziehen. Wir haben 5% Alkoholvolumen und wir haben komische Begrifflichkeiten da drauf. Vielleicht kann man das mal schnell hier nachschauen, was das hier sein soll. Ah ja, Übersetzung ist auch gegeben. Parpardes Zietz heißt anscheinend Flower of the Fern, also die Blume des Ferns. Und ja, da muss ich mal dazu sagen, also die da braun, die sind recht experimentierfreudig. Das sieht so aus. Und die haben ja dann so verschiedene Kategorien in Schwarz, Rot und Gelb und Yellow und so. Also dies. Und die haben gleich 40 Biere am Start und die gehen dann immer her und gehen auch mal in den Wald und sammeln diverse Dinge und brauen die dann ein. Ja. Aber... Das klingt mal geil abenteuerlich. Ja, meine Eltern haben gesagt, das ist ziemlich cool. Man kann da reingehen, man darf erstmal alles probieren, damit man nicht irgendwie die Katze im Sack kauft. Also, okay. Und dann lässt du dir eins raus, was dir halt zusagt. Ne? Das ist vielleicht der ein oder andere Mushroom auch mit eingebraut, oder? Könnte natürlich sein. Ich weiß nicht, ob meine Eltern auf sowas stehen. Okay, bevor wir jetzt zu dem Bier kommen, räumen wir hier doch erstmal wieder auf. Schon wieder Platz. Papardes Zietz. Ich bin gespannt. Ui, schon wie das abdampft. Oha. Das macht mir jetzt ein bisschen Angst. Das sah jetzt gerade aus wie in Harry Potters Kräuterküche. Harry Potters Kräuterküche ist nicht immer das Falscheste. Mhm. Schwarz? Das ist ja dunkelbraun. Brackbraunes, ein brackdunkelbraunes Wasser, aber es hat auch eine Trübe, also es ist deutlich eine Trübheit zu erkennen. Aber auch Schwebstoffe, wenn du mal guckst. Ja.
Aber bei mir siehst du es. Oh, leck. Da sind schon ein paar helle Hefebrocken noch mit drin. Die sind gesund. Vermutlich. Und der Schaum ist so ein Beige. Aber abartig steif, schau dir mal das an. Ja. Wahrscheinlich kommt die Flüssigkeit gar nicht durch, wenn wir es dran trinken. Oh. Sehr geröstet. Oder? Nicht nur das, ich rieche so eine. Ich rieche so eine. Ja, und so eine Melassensüße durch. Das heißt ja nicht auf Lettisch Prost. Oh, das schau ich. Müssen wir nachschauen. Das geht ja gar nicht hier. Prost an alle Letten. Gruß. Prostituiert schlägt er mir vor. Ne, Prostata. Heißt das dasselbe? Prostata. Prostata? Ja, Prostata. Nein, Prostata heißt Prostastas. Das kann ich nur aussprechen. Mein erstes lettisches Wort, Prostatas. Prostituta. Prostituta heißt Prostit. Prost. So. Prieka? Prieka. Oder Prika? Prieka. 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 Ist anscheinend ein langes A. Mhm. Das ist gar nicht so süß. Das ist interessant. Bisschen wie kalter Kaffee, oder? Fehlt nur noch ein Vanilleeis rein und Sahne. Nee, gar nicht. Weißt du, wie das schmeckt? Das schmeckt wie Kaffee mit Zitronensaft. Ja, das sag ich doch, kalter Kaffee. Bisschen säuerlich, ne? Ein bisschen? Mhm. Er mag kein lettisches Bier. Wie viel haben das? Fünf. Also. Es schmeckt wie kalter Kaffee. Sorry. Mm, so ein bisschen wie eine Mischung aus. Wie so ein Barista, der so einen schönen Filterkaffee macht. Ja. Ganz modern wie der Filterkaffee, einen schönen Filterkaffee macht. Der aber gleichzeitig auch totaler Zigarrenliebhaber ist. Und während er den Filterkaffee macht, raucht er so eine ordentliche Zigarre dazu. Also richtig schöne, fette, kubanische Zigarre. Und dann nimmt er den Kaffee, nimmt ihn so, spült ihn einmal in seinen Mund, damit er den Geschmack der Zigarre drin hat, und spuckt ihn wieder zurück. Und das lässt er dann abkühlen und so ungefähr schmeckt ich das. Aber irgendwie hat er recht. Ich finde, nee, und dann bestellt er sich dann beim Testen, bestellt er sich dann so einen Oktopus irgendwie, einen Oktopussalat, und da liegen so schöne viertelnde Zitronenscheiben drauf, und die tut er sich über seinen Oktopussalat und denkt er sich, ach komm, da passt eigentlich auch was davon in mein Bier rein. Und das ist dann, findest du fischig? Mm-mm. Ist doch nicht fischig. Mm-mm. Es war jetzt bloß die Nebengeschichte, wie er zu der Zitrone kommt. Ah, es ist spannend. Also man hat ganz klare Malznoten, die schmeckt man raus. Yes. Man hat so eine Trockenheit auch, ne? Mhm. Also eine Pilztrockenheit. Das würde auch hinkommen von den Bittereinheiten. Ja. Es wirkt holzig trocken ein bisschen. Und dann finde ich aber, wie du sagst, diese Kaffeenote mit dieser Zitronendings, und ich frage mich gerade, ob das zusammenpasst. Jetzt pass auf, vielleicht. Wie heißt das Bier nochmal auf Deutsch? Sonst wie das Fahren? Am Schluss haben die Blume des Fahrens. Ja, am Schluss sind die hergegangen, haben da irgendwie in unweit von Riga im Wald Fahren gesammelt und haben den damit reingestopft. Probiert's aus, wenn ihr jemals nach Lettland kommt. Das Barbades jetzt, und schreibt uns, wie ihr das so findet. Prost! Nehmen wir noch mal ein Stückchen vom kalten Kaffee.